Steinhoff-Trainer SCW Evers Winkel und glücklicher Gewinner des ersten Landesligaspiels seit 3 Jahren, glaube ich. Ja, erzähl mal, was hat dieses Spiel aus dir gemacht? Ich nehme jetzt mal Kuchen auf. Ja, ich habe meinen Mundschutz drüber. Wenn Ja, es ist schon ein gutes Gefühl, ne? Vor allem nach dieser schwierigen Zeit. Februar haben wir, oder März haben wir das letzte Spiel gehabt. Und jetzt konnten wir endlich mal wieder Meisterschaftsspiel zu Hause bestreiten. Man wusste ja auch nicht, was passierte. Die ganze Vorbereitung war alles ungewiss. Und deswegen mehr freue ich mich einfach heute, dass wir das erste Heimspiel auch so und auch in dieser Art und Weise für uns entscheiden konnten. Die Jungs haben was meinst du damit, mit dieser Art und Weise? In der zweiten Halbzeit beispielsweise hat sie auch 4 Tore weg. Ja, richtig. Aber man. Ja, man darf einfach nicht vergessen, wenn man die Hintergründe sieht, dass wir 3-4 Rückraumspieler, etatmäßige Rückraumspieler aktuell verletzungsbedingt nicht einsetzen konnten, war es dann heute schon Mammutritt, gegen diese schnelle Mannschaft da zu bestehen. Und man hat auch zum Schluss gemerkt, dass wir so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Wir haben immer versucht zu rotieren, die Rückraumspieler, die noch da waren.